Willkommen zurück zu Divinity 2. Wir stehen hier in Driftwood auf dem Marktplatz und wollen als nächstes zu Lohar. Also als Questgeber. Aber ich will mal ganz kurz hier nochmal beim Händler Uwis vorbeischauen. Yep, aber zumindest mit Lose, die ja mein Händler ist. Habe ich nicht sogar noch einen Ring, mit dem ich mehr oder besser tausche? Nee, ein Amulett ist es. Dann lege ich das doch mal an. Wie viel hat sie denn auf Tauschen? 6? Nein, 7. Ha! Back for a return visit, are you? Indeed, are we. Viele Waren habe ich gerade nicht, aber dafür kriege ich schon ordentlich Geld, nur viel 2 Sachen. Vom Djinn die Geschichte. Irgendwelche spannenden Sachen zu verkaufen. Sieht jetzt nicht so sensationell aus, zumindest noch Sachen, die ich ihm verkauft habe. Aber es geht mir um Skillbücher, wollte ich nochmal reinschauen. Das Ausweichen, das habe ich doch, habe ich das nicht irgendein Amulett bekommen oder so ein Quark? Wir müssen mal kurz anschauen, was es noch mal so gibt. Weil ich jetzt manche ja Skillpunkte übrig habe. Und ja, dann manche Schulen noch lerne, die ich jetzt nicht unbedingt direkt am Anfang in Betracht ziehe. Und so ein Ausweichen könnte auch unter Umständen sehr interessant sein. Bewegungstempo. Tauschhokuspokus. Könnte auch mal ganz cool sein, eigentlich Tauschhokuspokus. Kondensiert alle Wolkenflächen. Schockierende Berührung, Teleportation. Ich habe es inzwischen als Spell gelernt eigentlich. Da mal Geomant. Ich würde eigentlich hier nochmal gucken. Ups, zagt ein bisschen. Hühnerkralle wollte ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Tentakelschlag kann schon jeder, der es braucht. Rote Pflanze könnte das Spiel schon auch nochmal interessant sein. Auch für den, erzwungener Austausch. Tauscht Lebenskraft an mit dem Zielcharakter aus. Wenn man wenig HP hat, kann das schon ganz schön geil sein. Polymorph 3, 2 Gedächtnisplätze. Kostet 2 Source Points, Alter. Aber das kann halt extrem krass sein in Bosskämpfen. Zack, wenn du halt wenig HP hast und dann schon mit dem Boss tauschen, um Gutes. Das stelle ich mir schon gut vor. Und das will ich erstmal auf jeden Fall für ihn. Yep. Naja, ich hab. Können wir eben mal lernen. Wie sieht's mit den Erinnerungsplätzen aus? Nicht ganz ausreichend. Provozieren nutze ich im Moment relativ selten. Quellenvampirismus haben jetzt alle neu bekommen. Quellenvampirismus hat ja jeder bekommen von meinen Charakteren. Also schon mal ein paar coole Sachen bei. Muss ich mir mal irgendwie bei Gelegenheit mal angucken. Ob ich nochmal mehr Skillbooks. Bin noch ein bisschen so ein Sparfuchs. Wie viel Geld habe ich denn insgesamt? 40.000. Das ist nicht so wenig. Kann ich mir schon mal was gönnen eigentlich. Gucken wir nochmal ganz kurz rein. Und dann gehen wir mal weiter. Ich will nicht so lange darum eiern. Also das Haut der Pflanzen könnte nochmal ganz cool sein. Polymorph 3 braucht das aber auch jedenfalls. Und halt erzwungener Austausch.
So, die Feuersachen brauche ich gar nicht angucken. Geomant. Bin ich eh nicht so zufrieden. Die Feuerschneck. Die Geländetransmutation, die fand ich auch noch ganz cool. Kann auch extrem stark sein. Ich guck mal ganz kurz. Nochmal zurück, wie viel Punkte er überhaupt investiert. Wahrscheinlich nur einen. Also einen durch Ausrüstung, okay, aber prinzipiell nur einen. Hühnerkralle erfordert auch nur einen Polymorph, aber praktisch eh einen Punkt zu viel durch irgendeine Ausrüstung. Aber es passiert halt manchmal. Was hat er denn sonst? Wofür wendet er sonst seine Source Points? Für den Quatsch. Magische Rüstung. Das ist halt irgendwie so wenig. 170 magische Rüstung entfernen und selber bekommen. Dafür ein Source Point ist halt. Ich kaufe mir das Buch einmal. Nein, aber nicht mit ihm. Nicht Jap, geh weg. Ich kaufe einfach die beiden Bücher jetzt. Jetzt kriege ich auch noch das Falsche. Ruhe. Das Geld kann ich mir schon gerade gönnen, mein Gott. Mal gucken, wer es dann lernt. Nochmal vielleicht. Ob ich nochmal eine Hautverpflanzung mitnehme? Zwei Gedächtnis wird natürlich auch mal so eine Sache. Keep talking, Dwarf, and you read that bit in sawdust from a cell floor. That's all you gotta think about, right? Machen wir es so. Wenn ich weiß, dass ich hier nicht mehr zurückkommen kann. Im Moment brauche ich es nicht. So. Entschuldigung. Ich bin ja furchtbar mit solchen Sachen. Aber man muss auch wissen, ob es sich lohnt. Ein Spell habe ich jetzt ja dazu bekommen. Bla, bla, bla. Kriegen wir schon noch hin. Nicht, dass ich mich irgendwo als Quest-Reward kriege, dann ärgere ich mich. Wo so sehr ärgern müsste man sich halt auch nicht. Aber naja. So, der Lohar ist hier im Keller. Was hier hinten los? Habe ich eigentlich hier schon alles mal angeschaut? Ein paar Riesennägel sind noch ganz gut. Boring. Finde ich langweilig. Ach, das daran ist, ich habe mich immer gefragt, wo es gerade herkommt, diese Geräusche. Kommt da aus dem Klo. Was entdeckt man hier? Katzenskelett. Okay, gut, dass wir es ausgegraben haben. No can do, Chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. Eine Goldtruhe. Okay. Was hier noch alles zu entdecken gibt, so zwischendurch. 50 Gold! Wir sind reich! Tschüss, ihr Deppen. Warum verschwindet der Rauch hier eigentlich nicht? Das müsste jetzt ja eigentlich mal langsam auch mal gut sein damit. Was der Lohar dazu zu sagen hat. Die arme Maler. Lohar rubs his forehead beneath his hood and stares at the ground. As you approach, his face hardens and he stands at his full height. So. Können wir mal ein bisschen was erzählen dazu? Lohar takes the amulet and turns it over in his hand. He pockets it matter-of-factly. Ist das was, was ich behalten wollte? Kann ich ins Inventar gucken währenddessen? Ich habe jetzt nichts verloren, oder? Poor baby. Da muss ich mal kurz speichern und das andere laden. Das weiß ich mich jetzt nicht. Hat der Fane jetzt kein Amulett gehabt? Nee. Hat er mir gerade ein Amulett weggenommen? Das muss doch wohl nicht sein.
What did you find in the cave? Können wir mal ruhig berichten, was wir gesehen haben. Dead. More dead. And Mordus with them. I owe you. Whole realm owes you, really. But I'll do my best to settle that debt myself. Take this key. Nicked it from the Whites. It opens a chest in the Magister barracks, second floor. Be careful getting at it. If they spot you, it'll be lights out. That's nett, aber er wollte mir noch ein bisschen was verraten. There, right. Yes. Apart from Mordus, I can think of three folks in the area who'd be worth your time. Give me your map. First, a demonologist. My people reported he passed through here not long ago. Avoided the Magisters very carefully, that one. Den kennen wir schon. Jahan's his name. Jahan. I'll show you where we last saw him. Next is an easy one. Well, maybe not easy, but obvious. Riker, master of the old graveyard. Now there's a sorcerer you don't want to double cross. Not far from here either. Last one I can think of may not be useful. There's an elf called Sahela. Young but powerful. She got carted off to the Joy. Her people have been spotted in the area though, and I wouldn't have put it past them to spring her out. Here, look where I've marked. You'll find them. They worship that girl, like she were their flesh-munching god himself. And there you have it. I hope one of them can tell you what you need to know. Well, someone will have to clean up the mess in that cave. Bury the dead. Get rid of anything the Magisters might use to pin anything on us. But you, I imagine you'll be moving on. I guess there's no hiding it now. It's like this. I didn't sign up to move Deathfog. Other weapons, even soul-forged weapons, sure. But Deathfog? Absolutely not. When we found the bomb on a Magister ship, I was told to ship it to Arx along with the rest of the stuff. But I couldn't. I didn't want my people to have it any more than theirs. Nothing good can come of Deathfog. Nuff Mordus disagreed, obviously. But thanks to you, he's dead. I'll go destroy the Deathfog bomb myself. Make sure no one can get their hands on it. Ever. In an instant, Lohar goes completely. Schon auf dem Weg nach Arx, die Todesnebelbombe. Wie übrigens ganz viele komische Sachen auf dem Weg nach Arx sind. No! What have we done? Ja, der wusste das anscheinend. Bisschen blöd. Look, Mordus had to go one way or another. I thought I could kill two birds with one stone. Ja, ja. So yell all you want. I was wrong and I know it. But every second you spend here telling me my sins is a second closer to that bomb going off. I'm gonna do what I can to stop the Queen. I suggest you try the same. Get to Arx. End this before Justinia does. Okay, Int, Einverstand, Vergeltung, Führung. Oh, Führung ist gut, weil ich doch jetzt sie auf Führung skille. Aber 12 Int, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Naja, wurscht. Was haben wir hier? Finesse 1, Hydrosoph 2, Erdeturk, Nekroman 2 auf Hydrosoph. You ain't gonna last much longer. Ich will aber nicht noch Finesse skillen eigentlich. Vollzunge. Einhandschwert. Stufe 9 sehe ich gerade. Das sind alle Stufe 9 Belohnungen. Zifik. Speer. Dann nehme ich, glaube ich, die Beinbekleidung des Hexenmeisters. Verstand, Vergeltung. Ich brauche nur eine Sache davon. Praktisch die zwei Führungen. Was wäre denn hier? Wenn ich Finesse, Hydrosoph, Ereturk, Nekromant. Auch nur zwei Slots, die man davon gebrauchen kann. Donnerrune. Taktischer Rückzug kennen wir schon. Also mal kurz, bevor ich jetzt nochmal angucke, ob er mir dieses Amulett weggenommen hat. Das finde ich mich ziemlich blöd. Poor baby.
So, schau mal kurz, was sie überhaupt für eine Rüstung anhatte. Plus einer auf Hydrosoph, aber halt so viel physische Rüstung, was ganz geil ist. Das hat schon zwei Führungen. That's a lot of blood. Na toll. Ich dachte, es wäre besser. Ist es überhaupt nicht. Konstitution, Telekinese, Dieberei, Ausdauer. Glücksbringer braucht er nicht. Ich kriege lieber noch Ausdauer. Bisschen weniger physische Rüstung. Aber... Ausdauer statt Glücksbringer. Glücksbringer ist bei ihm eh nicht wichtig. Why you gotta make us hurt ya? Genau, warum habe ich den eigentlich noch nicht gehabt? Konnte ich damals noch nicht tragen oder was? 71 bis 74. Mach mal ganz kurz, ich muss noch kurz hier speichern. Ich muss noch einmal das anschauen, was ist jetzt. Ob er mir wirklich das Amulett weggenommen hat, das ist noch wichtig. Vor allem, weil da eventuell eine Rune drin war sogar. Das wäre noch weniger witzig. Kann er mich einfach wegnehmen? Das gehört doch nicht mal ihm, das gehört dem scheiß Mordos. Das ist irgendwie... Also, das lasse ich mir doch nicht von ihm wegnehmen, einfach so im Gespräch. The fuck, dude? Amulett, in der Tat. Der ist mit der Quellenkugel noch weggenommen. Was habe ich denn sonst für Amulette? Guck gerade, ich habe gar keine Amulette mehr. Und was habe ich, ich muss jetzt mal kurz angucken, das Gespräch nicht anders machen kann. Das ist ja ätzend. Oder ich müsste konsequent rollenspielermäßig jetzt drauf sein und ihm einfach stumpf verhauen, wenn er mir das wegnimmt. Rubbish. Das wäre die Alternative. Wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich das will, aber wenn er mir das einfach wegnimmt. What's this? I don't have the right tool for it. I need a shovel. Fox. Könnten wir mit Fox mal reden? You doing okay, boy of mine? So, die 50 Gold brauche ich jetzt nicht so dringend. Ma, I'm fine. I know what you're getting, but the Majesty says sorcerers more in those void walking. Gather them up. Dann speichere ich hier vorne nochmal und gucke mir das mal an. Ich muss mehr speichern, wie ich sehe, damit ich mir doppelte Wege erspare. Habe ich irgendwas eigentlich gehandelt? Habe ich mir Hühnerkralle gekauft? Ich will es jetzt mal ansehen jetzt erstmal. Vor allem kann ich die Quellenkugel nicht so wegnehmen. Lohar rubs his forehead. So. Good spot to ground ships. I sent some of them. I'm counting on you. Whatever's gone wrong there, I need... Der nimmt mir immer das Amulett weg. Lohar rubs his forehead beneath his hood and stares at... So. Das ist halt ein bisschen scheiße, wie gesagt, weil man halt zumindest die Quellenkugel rausnimmt. Das ist ja wohl das Mindeste. Lohar rubs his forehead. So. Lohar takes the amulet and turns it over in his hand. He pockets it, matter of fact. What did you find in the cave? Dead and more. I owe you. Take well. But you, I imagine you'll be moving. Right, path, fur, jay, neck, look, and there you have it. I guess this one, I did more just. I'll go destroy the death fog. In an in. What of looks, I'm. You can end all this.
eine Belohnung bekommen, die ich gar nicht will. Konstitution, Vergeltung, was ist das denn für ein Schwachsinn? Sturm, ein Int, Aritur beschwören, das sind total bescheuerte Belohnungen, ehrlich gesagt. Can I do this? Dann nehme ich alles nicht gebrauchen. Stab, zweihändig, Int, beschwören. Poor baby. Meine Rüstungsung ist echt schlecht von meinem roten Prinzen, sehe ich dann immer so nebenbei, weil die so wenig Rüstung hat und auch sonst nichts kann. Da muss ich mal was Neues finden. Plentity. Plentity ist mal ein geiler Name, aber beschwören brauche ich halt eigentlich auch nicht. You can end all this. So, wenigstens die Kugel rausgenommen. Wo ist sie denn? Ist sie bei magisch? Ja. So, er braucht ein neues Amulett. You can end all this. Ich glaube, das einzige Amulett, was ich habe, ist das hier. Das kann ich nicht gebrauchen. Das muss ich der losgeben, wenn ich halt verkaufen möchte. Sonst bringt es ja auch nicht viel, bis auf die Rüstung. 2 in 57 Lebenspunkte. Was kann der sonst noch im Vergleich? Zweihändig, beschwören, Atrophie. Nix. Konstitution, ein Glücksbringer. 2 Initiative, 2 Distanz. Poor baby. Zum Kämpfen ist der schon besser. Mit 2 Initiative, aber Glücksbringer will ich ja die Meister haben. Ich leg's einfach mal in den Rucksack und dann kann man mal gucken. Er hat das bekommen. Als Belohnung. Gewährt Fertigkeit Unruhe. Ist ja witzig. Ich muss mir mal angucken. Der Stab ist auch sonst voll schlecht. Der kann ja gar nichts. Beschwören werde ich auch nicht plötzlich. Ja, weg da mit. Schade. Man kann die Quest auch anscheinend nicht. Ich versuche gerade, ob ich mir das schönreden kann, dass ich die jetzt verhaue. Was heißt schönreden? Ich finde das halt so frech, dass sie mir einfach mein Amulett wegnimmt. Finde ich so richtig ätzend. Könnten wir auch erfahren, was da drin los ist. Aber eigentlich ist es schon ein guter Typ. So, im Rahmen. Ja, es hat einen Waffenhändler und Krams. Was mit dem Todesnebel wollte er halt nicht machen. Das spricht schon mal für ihn. Amulett wegnehmen spricht gegen ihn. Wir machen mal kurz das nebenbei, weil ich das so oder so machen muss. Also es hat wesentlich mehr Schaden. Es hat 20% Crit-Chance. Das ist halt... Alter Verwalter, 20% Crit-Chance dazu. 2 Stärke, 1 Kriegsführung, 1 zweihändig. Der andere hat Lebensabsaugung, was nett ist. Aber der hat noch Chance auf Niedergeschlagen. Für 2 Runden, 15%. Und hat noch eine Fähigkeit. Das ist halt so viel besser. Guck mal, 235 Max Damage. 285. Looking rough, Mal. Real rough. So krass. Und wir haben noch 20% Crit dabei. Und was ist denn Unruhe stiften? Greift 5-mal in erstaunlichem Tempo an. Wirklich jeweils. What? Das ist ein einzelnes Ziel, was ich 5-mal angreife. Was kostet mich 4? So viel wie 2 Angriffe und 2 Sources. Aber trotzdem. Hallo? Ist das vielleicht etwas sick? Ist ja total krank. Ist ja krank! Das ist meistens recht unpraktisch, weil es 3 Aktionspunkte kostet. Ich tue es damit hier vorne hin. Schild trage ich gerade nicht. Zu den Source Points. Hier ein bisschen die Sondersachen. Okay. Was ist das denn für eine Axt? Und die hat halt noch
Ein Runenslot. Aura des Gifts, was macht das denn nochmal? Kostet ja mal einen Punkt, ist nichts Passives. Vier Runden. 13% Schaden als physischer Schaden, ich meine. Das hätte ich auf ihrer Waffe, aber sie hat jetzt ja da kein Slot mehr, von daher kriegt er das halt. Muss einmal wegnehmen und wieder hinlegen. Ah, 22. Einfach nochmal oben drauf. Okay, damit bin ich relativ zufrieden. Er braucht ein neues Amulett. Er braucht mal einen neuen Panzer. Stufe 6, das ist ja totaler Quatsch. Ich brauche allgemein für ihn mal neue Sachen. Hier. Ich noch irgendwas anderes Interessantes? What is it? I have a lot on my mind. Jetzt, witzig, jetzt hätte ich noch nie mit ihm gesprochen. Weil... Hope you don't go blind after all that. Ja, mit Lose halt irgendwie nichts zu tun hat bisher. What is it? I have a lot on my mind. Hä? Ist das mit allen so? What is it? I have a lot on... Das ist ein bisschen strange. Tut so, als würde er mich nicht kennen. Poor baby. Reckon you've got a job to do, ain't you? Loha may trust you. Naja, lassen wir die mal. Wir sind ja nicht so ein Metzelhaufen. Ganz koscher sind die nicht, aber es mit dem Todesnebel, wie gesagt, spricht ja eigentlich für sie. Zumindest so ein bisschen. Habe ich nicht auch sonst irgendwas gemacht vorher? Ich habe noch einmal Hühnerkralle gekauft für den Roten Prinzen. Das mache ich mal eben noch. Also den Spell. Das habe ich nochmal neu... umsortiert. Ich hoffe, ich habe nichts anderes vergessen. Wenn ich irgendwas anderes Wichtiges vergessen habe, sagt mir gerne nochmal Bescheid. Wir schauen mal kurz unsere Questlog. Sahelas Stamm haben wir nochmal die Info bekommen. Schattenbetreiber haben wir abgeschlossen. Hanak. The kind that don't fancy starving, along with the rest of this town. It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we can get. Safe and safe. Keep talking, dwarf, and you'll end up eating sawdust from a cell floor. Easier said than done, Ada. Back for a return visit. Have at it. Got yourself situated. Und wir eine Plattenrüstung vielleicht zwischendurch kaufen. Ach Quatsch, wir kaufen jetzt einfach schnell, bevor ich hier ewig rumtue. Die Hühnerkralle. Hab ich in meinem Quatsch schon verkauft? Ich habe jetzt nicht mal das Wolfsamulett angelegt. Ja, drauf geschissen. So. Tschüss. Yep, yep. Yep, yep. Herz aus Stahl. Your fish stinks of the void. What kind of rat would sell such filth? Wie skaliert das denn? Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Hühnerkralle erstmal erlernen. Ich nehme Provozieren raus. Much business today. Keep talking, dwarf, and you'll end up eating sawdust from a cell floor. People don't want to leave town. Can't blame them. There's no safety in solitude. Well, keep steady. People still need potions. Ich habe Herz aus Stahl. Das ist nochmal wichtig zu wissen, wie das skaliert. 72. 98. Ja, skaliert dann also mit Geo. 65. 65. Er hat einen Punkt oder zwei Punkte in Geomancer. Geomant. Und damit skaliert das anscheinend. Das ist immer blöd, das hat. Das ist ein Polymorph-Spell, der mit Geomant skaliert, weil es halt Rüstung ist. 72 für 4 Runden.
Ich überlege gerade, 82 Rüstung. Wie viel kriege ich denn zum Beispiel dadurch? 259 sofort. Und dann kriege ich noch ein paar Sachen los. Und es braucht 2 und das braucht 1. Viel schlechter. Es wäre viel schlechter als verstärken. Überzeugt mich jetzt nicht. Okay. Das habe ich erledigt. Dann mache ich jetzt noch die letzten zwei Sachen in der Stadt, bevor ich wieder zurück zu der Höhle gehe. Und zwar möchte ich zu den Magistern aus zweierlei Gründen. Also einmal könnten wir hier tatsächlich was über die Quellenmagie erfahren durch die durch irgendein Buch, wo die Quellenmagier verzeichnet sind. Und ich glaube, ich habe den Schlüssel für diese Truhe bekommen. Allerdings gucken jetzt zwei Leute. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Calm down, Brianna. Carver's got his dossier on the sorcerers. Everything's falling into place. All I need to do is watch. Damit sie eine Kiste für bekommen, können sie vielleicht auch knacken, aber es müsste eigentlich so gehen. Idealerweise würde ich die jetzt gucken, dass die woanders unterwegs sind jeweils. Und nicht hier am Tisch sitzen und... Okay. Die geht schon mal weg. Okay, stellt sich da hin. Vielleicht hier mit dem roten Prinzen ein Gespräch verwickeln. Oh, great, a citizen. Can't you see I'm on a break here? Okay, sie auch. Head nodding drowsily, the Magister brings her voluminous sleeve up to her face. Ja, mach she mal. Sniffs loudly and suddenly jerks to attention, eyes red-rimmed with zeal and something else. Ein Schild nicht identifiziert. Da habe ich ein bisschen mehr erhofft von dem, was er so da erzählt hat, wie toll das ist. Zählt das denn jetzt als Diebstahl? Gestohlen, was? Wie, was, wo? Gestohlen? Ich? Nein. Stufe 12 allerdings. Einführung 5 Präzision. Das hat weniger Rüstung. Ist auch nur Level 9. Reflektiert 40% Nahkampfschaden als Luftschaden. Das ist ganz witzig. Das reflektiert ganz schön viel. Langsam deutlich schlechter. Macht halt auch mal weniger Schaden. Kann man einfach hier mit dazu tun. Weißt du was? Magister ausrauben. Die haben es echt verdient. So, ich steh hier nur rum. Macht euch keine Sorgen. Wenn ich schon dabei bin, auch wurscht langsam. Müssen wir halt nur verkaufen und Quatsch. Buch lassen wir ihn hier. Stehen, ich muss sie erstmal aufmachen. Das ist schon offen. Da ist nur Quatsch drin. Da nur ein Bettlaken. Fane verabschiedet sich schon mal. Unauffällig. Tschüss. Passt schon, ne? Tschüss. They won't take me unawares.
Von den Loh haben wir eigentlich genug erfahren, als dass ich hier noch... als dass ich noch mehr Informationen davon bräuchte. Jetzt wenigstens noch die Sachen weitergeben, dass die Lose gleich verkaufen kann. So, mal der Lose geben. Kaufen wir das gleich mal, die Hehlerware. Weg mit dem Quatsch. Kannst du das Amulett anlegen? Ich kann noch ein bisschen mehr Geld für. Danke. Tschüss. You made it back safe and sound. That's all you got to think about. Easier said than done, Ada. Gut, das haben wir erledigt. Also das nächste große Ziel ist natürlich, die anderen Quellenmagier aufzutreiben, um davon ein bisschen für meine Quest weiterzukommen. Aber das nächste ist auf jeden Fall noch die Höhle. Mache ich das mal, sonst komme ich durcheinander. Es ist immer so viel zu tun in dem Spiel. Du wirst bescheuert sonst. Abrackerhöhle. Genau. Dann erkunde ich das als nächstes und schließe das mal vernünftig ab. Bin noch gespannt, ob ich dieses Event noch bekomme, was wir da hatten. Das war eigentlich ganz cool. Das will ich nochmal haben, wo man gefangen genommen wird von den leeren Erwachten. Das würde ich schon noch machen.